Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Ja, ja, ja! Ja, ich hab dich! Nice! Oh Gott, ich hab den Stream geschlagen! Das, wow! Was ist da gerade passiert? Ich habe mein Tagessoll erfüllt. Ich kann jetzt dankend absagen. Hallo. Reich. Hi. Nein. Doch, ich werde dich finden und werde dich töten. Töten. Wo bist du hin? Ich hab nichts gemacht. Ich hab einen Twighty Boy gefunden. Einen Twighty Boy. Rebelli. Rebelli wird sterben. Sterben. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Mein Sohn. Wieso? Wieso? Oh Gott. Hallo. Surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me, I know you'll kill me again. Mein Gesang war nicht dran schuld. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Absolut nicht. Man hat gar nichts mehr gehört. So, die Ohren haben geblutet. Aber nein, du bist nicht dran. Das geht überhaupt nicht. Das ist umgehbar. Eine kleine Mia hat hier einen Gras. Sie repariert an einem Generator herum. Doch gleich wird sie sterben. Das hab ich im Gefühl. Oh Mia, du solltest dich verstecken. Das hat ja mal Sinn ergeben, dieser Text. I will die with a hook in my arm. Hook in my arm. Hook in my arm. I will die oder auch nicht. Yay, Zwillinge! Ich muss die ganze Zeit auf Whites Hintern achten. Guckt euch das mal an, Mädels. Yeah. Ich laufe dir gerade hinterher, ja? Das ist noch schlimmer. Nein! Ich rieche dein Urin in der Hose. Was? Nein! Jetzt müsste ich eigentlich Urino nennen. Wegen meiner Kinderstimme. Warte. Komm her! Ja. Okay. Komm zum Papa! Wieso hänge ich immer? Wieso? Das ist so unglaublich erotisch. Ew. Ich habe nicht Geh gerade weg mit deinem langen Stück Gänse. Doch, geh weg. Warum läufst du so langsam darüber? Bist du blöd? Bist du eigentlich blöd? Hast voll fett Gänse gegessen, wa? Ja, dann wäre ich eindeutig besser, wenn ich das hätte. Das Gänse wie du das tust. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, das war eine Illusion. Das war eine Illusion. Du hast mich nicht gesehen. Oh, du hast mich wirklich nicht gesehen. Nice. Ich auch nicht. Ich hab dich auch nicht gesehen. Nice. Na? Ah. Oh Gott, sind die Glücks... Hallo. Diese Glückspilze. Ja, ist so. Habe ich dich abgehangen? Hä? Hast du mich verloren? Ja. Oh mein Gott. The fuck? Was soll das los? Geh weg mit deinem langen Gemüse. Was? Was? Auf Wiedersehen. Alle beide. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer Special-Folge von Dead by Daylight. Mit dabei Kilnano. Hallöchen. Revelli. Hallo. Extreme Zockt. Moin moin. Und Lerina. Hi. Das hier wird unsere letzte Folge sein. Es wird eine Folge sein mit Überlänge. Wir haben das ja das letzte Mal, letzte Folge schon mal angesprochen. Ja, wie ihr seht,
spiele ich einen Killer, der nicht typisch für mich ist. Ich beherrsche ihn so gut wie gar nicht und meine lieben Überlebenden spielen alles Charaktere, die sie ebenso wenig beherrschen oder sehr niedrig vom Level sind. Bis auf bei Lirina jetzt so, aber okay. Was? Sie ist die niedrigste? Was? Ja, habe ich doch von erzählt eben. Ja, aber von uns nicht. Und Rebelli ist bei mir Level 50? Nein! Ja, ja, Lorena hat auch Level 50. sie schummelt anscheinend. Er hat wieder ihre Hexe an. Auch ja. Bei der letzten Folge. Auch bei der letzten Folge. Und Level 50, Laurie Strode. Auf 1. Das ist die 3. Das ist deine schlechteste, oh Gott. Wir werden alle sterben. Das ist von meiner Bank. Oh Gott. Schaut euch den Unterschied an. Ach so. Ja, ja. Okay. Das ist ja komisch. Okay. So, jetzt ist es auch immer noch Level 50. Ja, alles gefixt. Bei mir ist es wirklich die schlechteste. Die anderen haben alle höhere Level. Ja. Glauben wir dir mal. Glauben wir dir mal. Wir haben uns als Special-Folge jeden von uns wirklich den schlechtesten Charakter zu nehmen. Das heißt, ob Survivor oder Killer, wir nehmen den, den wir am wenigsten beherrschen und hoffen, dass wir es halbwegs irgendwie hinkriegen. Und wahrscheinlich nicht. Wir spielen nackt. Wir spielen also nackt, genau. Genau. Ohne irgendwelche Items, ohne Opfergaben, ohne Perks, ohne alles. Halt wirklich, wir zeigen euch mal, wie gut wir eigentlich sind. Bitte oder wie nicht. Gut, lassen wir das Spiel beginnen. Richtig. Also eine Spezialfolge, jeder einmal Killer mit den schlechtesten Killer, mit den schlechtesten Survivern. Und das bis zum Schluss. Also eine Überlänge-Folge wird es geben als letzte Folge. Ich bin mal gespannt, wie wir versagen werden. Wahrscheinlich ist die Folge nicht länger als eine normale Folge. Weil ja, wir alles. 20-Minuten-Folge, weißt du? Ja, ups. Mit Fronten und dann. Oh Gott. Ich fühle mich so nackt ohne Perks, ohne Witz. Oh, was soll ich denn sagen? Ich als Hillbilly und dann noch. Ja. Oh, ich würde gerne. Mit Nähe hatte ich hier so nichts Vernünftiges. Nein! Der wäre jetzt doch von mir am schlechtesten. Nein, ich spiel. Nein! Level 1 und Level 3, glaube ich. Nein! Eigentlich ist es dann eher 53 und nicht 3. Oh Gott. Dann wäre ja meine Mac theoretisch Level 200. Ja, so ist das theoretisch auch, ja. Oh mein Gott. Und der Ladebildschirm ist genauso schön wie bei der ersten Folge. Ja. Bambus-Internet. Immerhin etwas, was gleich geblieben ist. Da hat jemand Bambus-Internet. Und auch man muss sagen, bis zum Schluss alles gefixt, gar kein Problem. Genau. Dead hat keine Bugs und wird auch niemals Bugs haben. Richtig. Bis zum das Ende. Das sind keine Bugs, das sind Features. Alles eine Illusion. Gehört alles zum Spiel. Irgendwann sterbe ich hier noch vor dem Ladebalken. Vor Langeweile. Oh! Ja, sechste Level der Kopf. Jetzt fängt das schon gut an. Oh Gott. Gott, why? Bin ich. So, Laurie. Auf geht's. Oh jo. Gott. Ich hab schon so lange kein DBD mehr gespielt. Immer halt nur in den Aufnahmen. Oh, ich hab das eben als Killer gespielt. Es ist sehr. Rebelli suchtet ja tagtäglich. Ja. Es ist sehr. Wieder sehr ungewohnt, weil ich das halt auch nur in den Aufnahmen spiele. Tito? Ja, yep, Tito. Wo seid ihr, meine Schäfchen? Kein Hinterfeldler. Komm zu Papa! Oh Gott. Ey. Aber das hast du das letzte Mal verpasst. Hi, Laurie. Hallo. Irina hat es das letzte Mal verpasst, wo ich so extrem wahnsinnig war und die ganze Zeit hinter Rebelli her war. Ja. Ach so. Ja, und die Woche davor hinter mir, 3 Minuten lang. Ich habe immer ein neues Opfer. Wo heute werde es bestimmt ich sein. Ich will doch nur spielen. Heute nicht. Wie doch. Papa will kuscheln. Okay, deine Killerstimme ist wirklich gruselig. Die ist eigentlich ganz normal. Das ist die ganz normale Stimme von Marsha. Normalerweise das stimmt doch gar nicht. Das hier ist die ganz normale von mir. Ah. Also, meine Kinderstimme kann sowieso keiner toppen. Ja. Das ist untoppbar.
Hallo, Nea. Geh weg. Alter, ich bin lahmarschig. Alter. Ja! Ich so lahm, Alter. Ich hatte verdammt. Für Lirina. Ich will dich fressen. Jetzt müsstest du mich eigentlich Lirino nennen. Wegen meiner Kinderstimme. Warte. Komm her! Ja. Okay. Was? Was? Wo bist du hin? Nein! Dein Ernst? Ja. Ich sehe euch da hinten rumwuseln. Ich war zu abgelenkt von den Generatoren. Kaki! Sag mal nicht. Kaki! Ja, dann geh doch. Das ist verniedlich, das darf man sagen. Ich muss doch nicht gehen, ich hab doch Pampers an. Stimmt. Stimmt, du brauchst ja nicht aufs Klo. Richtig. Mäuschen. Achso, der ist Look schon an. Nur kaputt. Was? Oh, wie die geschrien. Also ich mag die Stimme von Lori gar nicht. Beweg deinen kleinen Zuckerarsch zu mir, bitte. Lori. Den eckigen. Was hat die denn für eine Stimme? Hab's noch nie gehört. So ganz komisch, so wie. Wirst du wahrscheinlich auch hören, so wenn du Killer bist dann. Ja, wenn ich denn jemanden kriege. Das ist die andere Sache. Ach, weg! Nein! Ich rieche dein Urin in der Hose. Was? Nein! Alter, was soll los, Marsha? Ja, scheiß! Ah! Paletten! Manche Sachen ändern sich halt nie. Paletten. Nö! Ja! Du duftest so gut. Oh Gott. Nach Blumen. Nach Büffelscheiße. Bitte was? Buffalo shit. Ich glaube, du bist hier im falschen LPT. Ich glaube schon, ja. Ah, wieso hänge ich immer? Wieso? Das ist so unglaublich erotisch. Ew. Ich habe nicht Geh gerade weg mit deinem langen Stück Gänse. Bist du das, dich hier so rumstürzt, Nea? Ja. Geh weg mit deinem Stück Gänse. Geh zu den anderen. Die sind ganz weit weg alle. Hallo. Magst du mit mir spazieren gehen, ja? I'm dying in the rain. Kaki! Oh, jetzt ruckelt bei mir. Nein! Ich bin in der Nähe von Extreme und es ruckelt. Was? Ist das nicht sonst immer bei Kinane so? Ist so. Nein, in letzter Zeit auch bei dir sehr oft. Ach so. Extreme, hast du uns irgendwas zu erzählen? Nö, ich hab gutes Internet. Sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Warte, hat er einfach die Cheats an. Was? Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich mag den Bill Bilzen nicht. Der ist super. Nee, der ist kacki. Der ist einfach nur ein Stück Kot. Sprich so nicht. Ich habe eine besondere Bindung zu ihm. Er ist ein Stück Kot und riecht auch danach. Ich rieche nach Kacki. Hat der Hillbilly aus der Haddonfield Map gerettet. Dankeschön. Kommt her, meine Kinder. Nee, lieber nicht. Papi will euch den Hintern versohlen. Und tschüss. Bitte was? Geh weg mit deinem Gänse. Palette ist aber hübsch. Du kaputt gemacht hast. Ja, fand ich auch. Stück. Fand ich auch sehr, sehr attraktiv. Deswegen hast du genauso viel Plan, wo der Ausgang ist, Extreme? Ja. Ah, okay. Ich mach grad einen auf. Mein Schatz! Ja, ich wusste es nämlich nicht, ich hab's gar nicht mitgekriegt irgendwie. Ich hab's ja auch nicht mit.
auch nicht gemerkt. Hier sind zu viele Bäume, das ist blöd für den Pilzen. Meinst du? Ja. Ach, guck mal hier. Ach so, da. Oh. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir... Das muss es schaffen, das muss es schaffen. Bitte! No, das wäre so ein Höhepunkt. Don't do this. Ja! Ah. Okay. Oh, nice! Oh, cool. Willst du mich verarschen? Ey, was ist mit mir, Fräulein? Lass mich doch bitte in Ruhe vom Haken gekommen, Mann! Ah, ah, dafür wirst du erst recht bestraft. Was hast du denn so? Dann komm ich schon mal vom Haken zum Keller und dann das. Hätte ja klappen können. Verdammt, hätte ja klappen können. Jetzt bist du wieder bei mir, Kaki. Bin aber nicht in der Nähe. Aber es ruckelt, es hängt. Mist. Wo ist sie hin? Oh je, so jung und schon hängt es. Oh. Das ist blöd, hier war eine Nähe. Wo ist sie hin? Lost. An die vorbeigerannt. Ja. Das ist gemein. Oh, nein, nicht mehr. Oh nein. Oh. Wo seid ihr? Oder seid ihr safe? Oder? Ja, Klaus. Ja, aber... The others. Nice. Where are ja, you? Haut ab, wenn ihr könnt. Was? Nein. Ja, wieso? Also, ich er geh raus. Läufst du gerade weg? Ach so, ach so. Ja. Ach so, du bist auch safe. Okay, ich dachte, du läufst noch weg. Oh, was ist meine Blutprobe? Ich hab aber Rebellen! Ich dachte, du läufst noch weg, deswegen wenn du nein. Du tust. Haha, nein. Wenn da zwei Leute in der Nähe waren. Drei, ja. Was, echt? Ja. Ja. Oh. War auch noch da. War halt dieser Arbeit. Bin an dir vorbeigerannt, du bist fast in den Keller geschlagen. Seid ihr alle raus? Ach so. Ach, das war da, wo es bei mir dann geleckt hat. Ich hab nur eine Nähe gesehen. Richtig. Ah. Oh, der nächste ist dran. Ja, der Herr Extreme. Ich bin dran? Ja. Ah, ich muss jetzt erstmal wieder online gehen. Okay. Dann gehen wir mal Lobby verlassen hier. Natürlich. Huch. Wo ist meine Maus? Nein! Ich habe keine Maus! Töte deine Freunde. Ja. Töten werde ich die Marsha. Töten werde ich den Nano. Die Lirina. Und... Das macht man selbst nicht. Nee, glaube ich wohl nicht. Ich hab's ja nicht mal mit Perks und so geschafft. So, den Killer halt. Ach du Scheiße. Also ich kann die Claudette am schlechtesten. Ja, genau. Ja. 30 Prestige, 1, jo, alles klar. Ich kann mich nicht entscheiden, entweder er oder sie. Auch Prestige. Ja, nee, Hacke. Oder Lori. Ne, Lori finde ich geil. An sich Sache. Den Spinea. Schwester. Nee, weit. So, ich bin soweit. Ich muss mal gucken. Keine Perks, kein gar nichts. Gut. Aww, Dwighty Boy. Dwight ist voll cool. Ist warum hast du nicht gelevelt? Ich weiß es nicht. Bei mir ist traurigerweise weit höher als Nea und Lori. Ja, beim nächsten Mal, glaube ich, mache ich dann Mac und dann die Nea, weil die ungefähr, obwohl die Nea halt Level 3 ist, ich habe das nur aus Spaß gemacht, aber ich habe nur ein oder zweimal sogar nur mit ihr gespielt, seitdem dann nicht mehr. Also überwiegend habe ich Claudette gespielt, danach kam Jake und Lori ganz zu Anfang, als das alles rauskam mit Mikael. Der Micha. Amisha. Der Micha. Der Super Michi. Ja. Michael Schmeiers. Bei Super Michi denke ich an Super Richie. Kennt halt ihr noch jemand? Ja, klar. Super Richie. Hab ich noch hier den Sound? Ja, das ist der Michael Myers Sound. Aber den spiele ich ja nicht. Von daher. Wie spielst du eigentlich? Nee, den habe ich am schlechtesten. Also, das ist mein schlechtester Killer.
Auslaggt, auslaggt, auslaggt. Ich kann nicht stoppen, ich kann nicht anhalten zu laufen. Es laggt total bei mir gerade. Jetzt, okay. Wow, das war krass. Ich glaube, das ist mal eine Chance für uns zu überleben, wirklich. Bei mir in letzter Zeit sowieso. Na, oh, Alter, wie oft denn noch? Blums, blums, blums. Der funktioniert nicht mehr. Nein. Alter, ich hasse dieses Spiel. Wieso funktioniert das denn bei dir immer so? Na super. So überhaupt nicht irgendwie. Ich hasse dieses Spiel. Wir könnten auch einfach rausgehen jetzt. Und nochmal neu starten. Könnten wir tun, ja. Tun, täten wir das? Mir ist das egal. Dann tu das doch. Dann tun, täten wir das zusammen. Ich gehe raus. Spiel verlassen. Ich bin entkommen! Ja! Der Bart ist gut, geh in die Lobby. Ja. Oh, dieses Spiel. Genau, deine Bambusleitung. Ja, es liegt ja nicht an der Bambusleitung, dass das Spiel nicht mehr funktioniert. Aber komisch. Ja, aber es ist schon komisch, weil irgendwie ist das bei dir immer so. Sag einfach Bescheid, wenn ich dich einladen kann. Zieh mal deine pinken Sachen an. Ich finde Dwighty Boy eigentlich ganz cool. Warum mag den keiner? Warum mag den keiner? Das ist voll böse. Ich finde Dwighty übelst geil. Also so das ist voll cool, ja. Aber ich finde seine Handhabung von der Bewegung her sehr, sehr. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Das stimmt, ja. So, weil ich habe einen Kumpel, einen sehr guten Freund, der ist awesome mit White. Also so richtig gut. Oh, der Mensch. Das ist so, der hat aber wirklich drauf, was das angeht. Der ist auch ein sehr guter Killer. Und ganz ehrlich, in meinen Augen, wer Dwight beherrschen kann, so richtig, der ist für mich in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr, sehr guter DVD-Spieler. Weil Dwight ist mit Abstand eine der schwersten, finde ich. Von der Handhabung. Ja, es ist halt. Er hat halt irgendwie. Man muss ihn schon können, weil er hat halt nichts so Besonderes wie alle anderen. Ja. Es ist Dwight. Punkt. Dwight ist toll. Nein. Doch. Nein. Dwight ist cool. Dwight, wirklich würde ich mit ihm ausgehen. Guckt nein. Mal. Da seht ihr wieder den Unterschied. Da seht ihr wieder den Unterschied zwischen den Geschmäckern von Männern und den Geschmäckern von Frauen. Das ist wieder der Unterschied. Ja. Weil die Frauen mögen ihn. Und die Männer nicht. Total. Ja, okay. Es gibt verschiedene Ansichten. Ich stehe ja mehr so auf dem Meer. Sie ist auch so ein halber Mann. Wer? Ja. Ich mag Nea. Ja, ja. Sie ist die coolste. Ich mag sie voll. Doch. Nee. Ich mag doch. Meine kleine Claudette. Claudette ist super. Mac ist die Beste. Claudette ist die allerbeste. Jeder hat so seine Beste. Meinung. Mac ist zwar die Beste, cool. Claudette ist aber die allerbeste. Lori ist die eckigste. Das stimmt, ja. Lori. Lori von L'Oreal, was? Die Lori hat was von der Oma. So ja. Ohne Falten. Ja, schon die ist auch schon ein bisschen alt, ne? Sie sieht schon etwas älter aus. Der Micha ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Oh, oh shit! Nein. Oh Gott. Oh, oh nein. Shit! Oh nein. Das ist jetzt richtig scheiße. Oh Gott. Weißt du, vorher die Farben voll perfekt und jetzt kannst du es voll knicken. Ja. Hallo, ich hatte vielleicht auch mal... Vielleicht ist das jetzt... froh, dass du nicht die Nurse spielst. Vielleicht ist das jetzt ganz gut für uns. Ja. Ist auf jeden Fall gut für euch. Auch doch. Der Schutzwald ist sehr gut gegen Hillbilly, weil Bäume gar und Steine und so. Ich kann wieder nicht aufhören zu laufen. Oh, ich hasse diesen Bug. Aber noch besser wäre es, wenn er die Nurse gehabt hätte. Dann könnte er oben durch die Fenster nicht teleportieren. Falls sie den Bug nicht rausgemacht hat. Ja, das war schon gemein. 8-mal probiert. Ja. Hallöchen. In der Hose. Und kein Generator. Ein Donnerstag lang! Lauf! Na gut, als Hillbilly hier ist halt auch blöd, weil es so viele Ecken gibt, wo du anecken kannst, ja.
eigentlich überall. Du kannst ja hier gar nicht mit der Kettensäge laufen, das kannst du knicken. Oh Gott, fahr doch mal Straße. Ich wollte gerade auf meinen Zug, ich hab mich total verschluckt. Kacki, ich wollte gerade auf meinen Vorwarnungsblock schauen und merke, wo ist denn das hin? Oh, tut mir leid, ich hab mich total verschluckt. Ich hab mich so gut es geht weggedreht vom Mikro. Och Mann! Aber, oh, ich hab mich total verschluckt. Hat sich noch gelohnt. Das ist die Aufregung. Weiter Boden! Es ist nur die Aufregung, dass ich mich so verschlucke. Das ist die Aufregung. Das ist nichts anderes. Ernsthaft jetzt? Alter. Was denn? Dasselbe. Schon wieder? Ja. Was? Wieder gecrashed. Was? Aber oh, wieso macht denn dein Dead by Daylight das immer? Und sowas macht das doch auch nicht. Wie fies. Voll unfair. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, das war eine Illusion. Das war eine Illusion. Du hast mich nicht gesehen. Oh, du hast mich wirklich nicht gesehen. Nice! Ich auch nicht. Ich hab dich noch nicht gesehen. Nice! Na? Ah! Oh Gott, sind die Glücks... Hallo! Wir sind Glückspilze! Ja, ist so. Die Camper. Wir sind so Glückspilze. Glückspilzchen! Ah, oh, fass mich an! Guck mal, die Polizei kommt schon. Uiu, uiu, uiu! Lori! Nein! Nein! Nein. Oh. Okay, Nano. Oh, jetzt bist du raus. Verdammt. Jo. Oh. Nee, Frieden. Dann werde ich mal meinen PC neu starten. Hat ja keinen Sinn. Ist die Aufnahme dadurch auch gecrashed? Och, ja. Halt sie an und dann join ich halt wieder. Okay. Okay. Halt aber das ist dann trotzdem noch da, oder was? Ja, halt für die 30 Sekunden. Okay. Bis gleich. Nein, du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Oh Gott, ich laufe gegen Busch. Der Busch ist im Weg. Der Busch ist schuld. Oh Gott, es laggt. Oh Gott, es laggt. Ich kann nicht aufhören. Oh Gott, es laggt. Ich konnte gerade nicht aufhören zu laufen. Bei mir laggt es auch wieder. Oh Mann, oh. Ja, ich hab Probleme. Bei mir laggt es kein bisschen. Mir auch nicht. Also ich will denn da eine Kiste? Wer will denn hier fummeln? Also, so wie immer ist... Ich hab Medipack gesucht. Außerdem, wir haben gesagt, wir nehmen nichts mit. Das heißt nicht, dass wir was mitnehmen können. Packfrei bis zum Schluss, würde ich sagen. Geh mal bitte weg. Oh Mann! Oh nein! Weit. Wunderbar. Ich vergesse immer wieder, dass man Space drücken muss. Vergesst, dass man Space drücken muss, um Paletten kaputt zu machen. Ja, das habe ich ja auch gerade gemacht. Ich habe dagegen geschlagen. Ich bin halt noch der Oldschool DBD-Spieler. Wieso machst du das? Das ist nicht höflich. So. White hat auch Gefühle. Irina! Nein, geh weg! Das ist eine Sackgasse! Oh, verdammt! Nein! Komm her! Nein! Irina, komm her! Nein! Nein! Menu! Ja. Oh, da hängt die andere wieder ab! Irina, schau auf! Alter, nach dem anderen. Ja, ich laufe da eigentlich nur hin und her! So. Berlin, du bist die Beste! Nein, bist du nicht doof? Was ist denn los? Nein, ich hab noch nicht gestrampelt. Ich muss ja nochmal alle Witze raushauen. Ja, ich habe noch nicht gestrampelt. Jetzt strampel ich. User joined your channel. Hallöchen zurück. Willkommen zurück. Hi, Killy. Killy. Ich bin gerade am Sterben, nur so als dass du weißt, was hier los ist. Das ist doch nie wahr. Yay! Thank doch, you! Doch, so ein bisschen. Yay! Ich wurde gerettet! Die kleine Nia wurde abgehangen. Yay! Wir haben immer noch vier Generatoren vor uns.
Ach Mann, hallo, wieso Marsha. Ich? Geh doch mal bitte. Die Mädels, die haben es eher verdient. Was? 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 Nein, das was? Ist was? Ja, da bin ich auch reingerannt. Da bin ich auch reingerannt. Ich bin genau die gleiche Sackgasse reingerannt. Du bist so blöd. Boah, was? Boah, was? Jetzt kommt ja die letzte Folge dabei. Irina und Marsha. Schön. Dam, dam, nee, ist... Doch, ja. Ich darf noch mal. Ja. Ich war als erstes so blöd, um in diese Sackgasse reinzurennen. Das war echt dämlich. Das... Also Dämlichkeit overloaded. Over 9000. Aber du bist wenigstens nicht die erste, Marsha. Was? Ich meine, ja gut, Kilnano ist ja jetzt... Ja, das zählt nicht als tot, ja. Das ist ein halber. Das ist ein halbes Überleben und ein halber Tod. Das ist ein Disconnect. Ja, ja. Oh Gott. Oh, verdammt. So, zwei sind schon weg. Nee, geh weg. Wollt mal was machen? Irina? Nein, geh weg. Hab ich dich abgehangen? Hä? Hast du mich verloren? Ja. Oh mein Gott. The fuck? Was soll das los? In der letzten Folge kannst du mich auch nochmal abhängen hier. Marsha, bist du tot? Wunder ja. Geschehen. Irina hat's gesehen. Ich will bei dir zuschauen. So ist das. Wow. Das ist wow. So viele Dinge, die Rebelli nicht versteht. Oh. Einfach nur so, weil du noch mit da bist. Ja, ich hing auch noch nicht einmal. Ich hing noch nicht einmal. Du bist ja nur einmal hängen. Wenn Irina gleich tot ist, hängst du noch einmal, dann bist du auch direkt tot. Wer sagt denn, dass ich gleich tot bin? Wer sagt denn, dass ich gleich tot bin? So. Ich sag das. Geh weg. Warum beginnen? Am Switchen. Warne mal eine kleine Lori. Die kriegt rein auf die Mütze. Ich hab jetzt gerade noch kurz geschwitzt. Ich muss nämlich die ganze Zeit gucken, wieso meine Aufnahme. Das Problem ist, es steht zwar CPU-Auslastung, aber sobald meine Grafikkarte zu warm wird, fängt sie nicht an zu ruckeln. Ich brauche eine neue. Fängt mir jemand ein zu Weihnachten? Dann willst du nur verarschen, wie du gerade beschrieben hast, wie so eine Hexe. Ja, deswegen mag ich die Lori nicht. Ha! Was? Wie bald ich einfach davon schon weg war. Ich hing noch einmal. Das war wahrscheinlich jetzt der Todesurteil. Der hat wie ein Mann irgendwie. Lerina! Nein! Neige dich. Boah, die schöne gelbe Hose. Ja. Hast du auf zu campen? Wegen so vielen Einnässen. Was? Ich bin überhaupt gar nicht mehr bei ihr. Ja. Oh. Ah, verdammt! Ja, das habe ich nicht kommen. Ich wollte gerade losrennen. Och Manu, weil ich dachte, du wärst weg. Ich dachte, du wärst weiter weg und wollte gerade losrennen und dann kamst du von hinten. Geh weg mit deinem langen Gemüse! Was? Auf Wiedersehen, alle beide. Ja, ich muss doch nochmal alle Witze raushauen. Gänse, Strampel. Fetisch. Aber ja, es ist genau, ja Fetische. Oh Gott. Und was war? Komm, nimm deinen Killer, den er angeblich nicht kann. Ja, und dann schaffe ich es mal wieder. Ich schaff's mal wieder. Ich hab noch gleich alle. Ja, weil wir alle mit den Schlechten spielen. Das ist das Problem. Deswegen ist das so. Weil wir mit unseren Schlechten spielen. Ich sollte nur noch Killer spielen, den ich nicht kann. Einfach alle Perks fertig. Ich hab ja auch nicht. Wo
kurz was bei der Einstellung in OBS ändern. Ich hab keinen Mauszeiger. So, der nächste bitte. Wer ist jetzt dran? Das wäre ich dann. Ja. Ja, Mensch. So, mal gucken. Wenn es wieder crasht, dann habt ihr gewonnen. Bei mir. Yeah. Aber du bist nicht der Einzige mit Problemen, weil ich habe ständig Standbilder bei mir. Ja, bei mir, wenn ich ein Standbild habe, dann crasht das Spiel. Bei mir sagt OBS nur hohe CPU-Auslastung, was also eigentlich nicht Lurina der Fall sein kann. Lurina werde ich töten. Nasha. Das ist eine Lüge. Nicht unbedingt töten. Ey! Ey! Was soll das bedeuten? Nee, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Er hat mich lieb. Und mich nicht, oder was? Ich bin seine Herzensdame. Jetzt ist vorbei, Kini. Geht er sigmativ. Nee. Den muss ich jetzt einfach finden. So, ich spiele jetzt die Nähe. Alle hast du mich. So, ich hab nichts dabei, okay. Nein, Werkzeug kommt mal weg. Ja, bin ja noch dabei. Aber Extreme, so tief kann ich noch nicht gesungen sein, weil es ist ja Kilnano, hier, dessen Herzensdame ich bin, nicht deine. Bei dir wäre ich noch tiefer. Das wäre wärst du noch tiefer. Nee, das wäre der schlimmer. Anstieg des Bösens so. Dann. Ah, ich bin immer noch krank. Captain Niveau, wir sinken. Ja. Niveau, was? Wo? Ich kenne sowas wie Niveau nicht. Verstehe ich nicht. Das dachte ich mir bei dir. Wollen wir wieder damit anfangen? Keine Ahnung, das ist die Creme, genau. Das haben wir doch zuerst was bei, ist Creme? Bei Seven Niveau Days. Ist zu teuer. Ach so. Die neue Niveau. Oh Gott, ja. Ja, der war wirklich. We don't stuff together. Together. Wo ist Bernie? Ich? Irina, wo ist Bernie? Ich weiß es nicht, ich muss ihn finden, er würde mir helfen. Er würde mir hier wirklich helfen. Soll ich jetzt auch hier so ein Xenomorph? Ja, das wäre nice. Ah. Das ist so eine Fratze, sie so. Oh Gott. Ich mir Glück, dass es jetzt klappt bei mir. Chili, die Hexe hier. Ja, finde ich mir Glück, dass sie nicht crasht. Auto, Schrottplatz. Ei. We will be dead by daylight. Oh. Ah. Geist. Okay. Ja, das der ist der Geist, weil ich kann so den Geist. Ist keiner ich bin so scheiße mit dem Geist, es ist unfassbar. Und ja, das, wir gleich auch. Das wird bei mir auch sehr lustig werden. Ich will das halt nur schon mal anteasern, dass ich kann mir nicht aufhören zu laufen. Der Geist ist Level 2. Ich hasse diesen Bug. Ach, Bug, geh weg. Ach, geh weg. So woanders lang. Diesen. Ich habe ein paar Programme geschlossen. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen besser. Oh nein, ist auch Mann, warum machen wir eine. Warum machen wir eine. Warum machen wir eine Töte deine Freunde runde? Warum? Ich habe sowas Cooles gerade gefunden. Was hast du gefunden? Ein Schlüssel? Nee, eine grüne Box, eine grüne Lunchbox. Oh, ich hätte auch gerne eine grüne Lunchbox. So sieht's aus. Och nein. Ich hätte gerne Eis. Ei! Kommst du auch noch genau von der Richtung, wo ich. Nicht oh, Hallöchen! Hallo! Also ich bin für Gemse! Warte, das war mit Space, ja, gut. Team Gemse! Team Gemse! Ist das gesunde Team? Eindeutig! Hi! Hab ich mich erschrocken! Oh. Das hast du mir gar nicht gehört! Also ich so, hab ich mich erschrocken! Oh. Das ist so schön, ich hab mal alle Haken! Das ist so schön! Ja, das stimmt. Du hast sonst nie Haken, ne? Ja, normalerweise macht sie ja Rebelli alle weg. Ja, ich bin Rebelli. Ja, alle. Ja. Extreme auch. Und ich, ja, ich auch teilweise. Ja, die klaut die mir vor der Nase. Gar nicht. Doch. Nein. Oh. We don't die together, together. Ach, ist es schon soweit? Sie singt wieder. Camp by me. Oh. Lauf nur vorbei, ja. By me, ja. Ja, ich muss hier langlaufen. Stand by me. Stand by me. Ich höre das jetzt immer noch. Stand by me. Ich bin mal oh, darling, darling. Stand oh. by me. Okay. By me. Dankeschön. Bitteschön. Verena hat auch gestern kurz in ihrem Stream gesungen. Das war so schön. Oh. Okay, was? Oh, war's nicht. Geh weg.
Warum läufst du so langsam darüber? Bist du blöd? Bist du eigentlich blöd? Hast voll fett Gänse gegessen, wa? Ja, dann wäre ich eindeutig besser, wenn ich das hätte. Das Gänse noch nicht machen. Achso, ich halte dich extrem. Ich dachte, ich halte Irina. Nein. Ja, das wir sind Zwillinge. Aufhören, ne? Danke. Ja, gleich. Oh. Nein, geh weg, komm hier runter. Nicht in den Keller. Oh, du willst doch keine Kellerparty hier. Ich komm gleich, warte. Gleich. Nein. Das hab ich geschafft. Ohne eisener Griff. Du bist blöd. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich hab gewünscht, ich bin vorbei. Nein. Mann, ich kann mich nicht selber heilen. So gemein. I will die with the hook in my arm. Hook in my arm. I will die oder auch nicht. Yay, Zwillinge! Sister! Ah! Sister, Mann, was geht? Oh, andere Richtung vielleicht? Ganz dezent. Also, ich weiß ja nicht, was ihr macht. Ich hab meine Ruhe. Ah, du hast aber die. Obwohl, doch, nee. Was? Ich hab die schöne Nähe. Nee, ich. Also, schön ist relativ, nee, ich, aber. Ja, das war doch, die ist total geht. Hübsch. Nee. Warum mögt ihr die alle nicht? Ich finde die total cool. Meine sie ist hübsch. Nein! Nein! Ich glaube, für die Aussage sterbe ich jetzt. Als Frau sagst du sowas. für die Aussage. Ich sehe jetzt so aus wie eine Frau. Für die Aussagen mag ich dich jetzt nicht mehr, weil Nia ist ziemlich ähnlich mir. Nein, du siehst tausendmal hübscher aus. Ich sehe aber so aus. Nein, du siehst hübscher doch aus. Nia sieht aus wie ein halber Mann, du nicht. Ich sehe aber so ach, aus so wie Nia. Deswegen gefällt dir Nia, du bist also so selbstverliebt. Nein, weil sie einfach vom Charakter total wie ich ist und auch so vom Aussehen her und vom alles. Charakter, du weißt doch gar nicht, wie die vom Charakter ja, ist. Ja, echt? Nein, also vom ja, Charakter, vom Anziehen her halt. Oh! Hi. Leute. Hallo. Vom Klamottenstil. Oh, ihr wisst doch, was ich meine. Mann. Ja, du eingebildetes Stück Pott. Gar nicht. Kott. Das ist nur. Das ist nur wegen der Kleidung und halt, weil sie so aussieht wie ich. Ist halt so, tut mir leid. Kann ja nichts für. Okay, ich sag nichts mehr. Total verrückt, diese Runde. Und gegen mich habe ich das Gefühl. Die ist total durch die Runde. Bei dem einen funktioniert nicht, bei dem anderen nicht und die anderen. Oh wow, was ist los mit mir? Eine Single Party. Alter, nicht dein Herz jetzt. Ich muss die ganze Zeit auf Whites Hintern achten. Guckt euch das mal an, Mädels. Yeah. Ich laufe dir gerade hinterher, ja. Das ist noch schlimmer. Der wackelt so schön, das ist geil. Der bewegt den Hintern besser als manche Frau. Back that ass for me. Der hat aber auch einen Knackhintern, also ja, das muss man ja schon mal sagen. Ich will da richtig reinkneifen, so richtig so. Bitte was? Nee, das vielleicht ist nicht so ganz, doch, aber. Doch. Ich mag Männerhintern so extrem. Kannst du jetzt mal von mir ablassen, please? Nein. Ach, wir waren ja gerade bei Fetischen, ne? Können wir ja mal. Du kannst jetzt gerne mal hier Hand anlegen. Ich bin irgendwie Männerhintern so oder sowas, aber ich finde die einfach nur richtig zum Anbeißen. So, also ich, so. Bei Männern, wenn es nach den Augen ist, glaube ich, dahinter, also, das ist erst das so, was das war zu hektisch, meine Liebe. Wieso ist denn jeder Generator schon an? Weil ich dahin gearbeitet habe. Okay. Ja, gut gemacht. Einer macht ihren Job. Dabei liegt sie nur rum. Was? Nein, du hast den Killer ja erfolgreich abgelenkt, dass wir einen Generator fertig machen konnten. Ja, als ich erstmal einen gefunden hatte. Nein, aber du hinkst noch nicht, das ist gut. Nö, ich hab Zeit. Ich hab eh noch Herzklopfen, also. Das ist eine echt sehr verkorkste Runde. Ja. Can't buy her. Okay. Reicht buy her. Dann ist ja gut, wenn du das nicht fahrst.
Camp by her. Camp by her. Oh, oh. Da, ihr könnt sie runterholen. Ihr könnt sie runterholen. Er ist hinter mir her. Holt sie doch runter. Wieso tut ihr denn nichts? Why? Bist du selber dein losgekommen? Wie kann man nur so... Lol. Das zweite Mal heute. Wie krass ist das denn? Ich bin fast 500 Spielstunden erst viermal geschafft und ich habe das zweimal in einer Aufnahme. In einer Aufnahme. Vor allem mit das hatte ich auch einmal. Vor allem hast du nicht mal Glück oder sowas dabei. Das muss der Charakter sein. Wir sind auch noch im Keller. Im Keller, Mann. Unfassbar, ja. So viel Glück muss man erstmal haben. Sobald es mir nicht wehtut, ich sterbe jetzt. Unfassbar, lass mich doch mal in Ruhe. Ey, ich bin. Oh Gott, danke schön. Mein Sister hat mich wieder gerettet. Bitte. Ey, Dwighty, heul leiser. Tut mir leid. voll die perfekte Position hier eigentlich, ne? Ja. Aua. Bin mal weg. Kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Jetzt mal ohne Witz? Wenn du tot bist. Einer muss ja sterben, ne? Deswegen hast du auch die Marsha liegen lassen, weil die halt auch tot wäre, wenn der da hängen würde. Ja, weil Serena vom Haken geholt wurde. Dam. Gehst du mal weg? So, der Ausgang hier hinten ist offen. Schön. Der andere auch. Kannst doch nicht so, du. Hi. Spielt bitte noch mehr von meiner Nase rum. Gerne. Lauf einfach straight durch jetzt. Lauf einfach straight durch. Lauf. Ich decke dich von hinten. Lauf. Bitte was? Nice. Mein Herz. Du deckst sie von hinten. Ja, das tue ich. So schön sieht's aus. Ja, geh lieber raus. Zwang. Ich geh auch raus, ne? Extreme? Ja. Oh Gott. Wow. Aber warum? Es hätte keiner sterben müssen. Hauptsache ich bin wieder vorbei. Oh Gott. Spaß, komm, lass mal. Den Erfolg gibt's ja leider nicht. So, wer ist jetzt dran? Lorina. Nein. Oh, da darf ich ja singen. Das ist ja... Lorina. Alter, der Geist, der läuft so... Oh, so hässlich. Jetzt müsste mich aber eigentlich wieder Lorino nennen. Meine Kellerstimme ist nicht zu toppen. Ja, total. Ich hätte schon Angst. Was sollst du? Oh, Smiller! Was? Ah, ich lache manchmal so komisch. Ah, okay. Okay. Töte deine Freunde. Ich töte. Ja, wir schaffen das. Ja. Warte. Wir warten. Wer wartet? Aber es steht gerade. Das Bild steht. Jetzt. Ich geh nur kurz kacken. Ja, das Bild stand. Du kannst eh nichts für. Genau, das ist das Beste dazu. Ich kann nicht auf Lade Freunde ein. Ich drücke da alles drauf. Ich kann da nicht drauf. Ich kann nicht drauf drücken. Ich drücke da jetzt drauf, ich spamme diesen Button, ich kann nicht drauf drücken, warum geht das nicht? Okay, wir reden so. Warum nicht? Warum kann ich keine Freunde töten? Warum geht das nicht? Du hast keine Freunde. Ah!
Gut möglich. Die BD hat die Wahrheit erkannt. Das war jetzt fies. Ja, davon hättest du. Ich muss den Geist spielen. Warum muss ich den über die nicht spielen? Ich kann den doch gar nicht. Wo ist die? Merkt man mal wieder, wie man hart zuhört. Ja, tut mir leid. Ich bin immer noch abgelenkt. Wow, ich hab sogar einen Perk mit dem. Perscher. Ja, raus mit dem. Ist so. So. Ich habe ein bisschen, also ich werde sehr schlecht sein. Das ist euch klar. Laber kein. Ach, wenn ihr alle Mützen auf habt, dann komm. Na gut. Ach Mann. Doch, denn. Wechsel mal die Figur. Ah, ich muss noch schnell Sachen hier rausnehmen. Es ist eigentlich blöd, weil ich zwei Nias nachlaufen muss, denke ich immer, oh Gott, zerstört ich mich. Lohne. Ist so. Wie Claudette. Bin auffällig. Oh yay, Claudette im Arschkittel hier. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Arztkittel. Nein, das ist Party Mac. Party Claudette. Party Mac. Ah ja, die Mac hat das jetzt Mac Claudette undercover, ist. Genau. Mac undercover. Ach ja. Killen! Killen! Jetzt werde ich Killy killen! Ah! Das darfst du gerne machen. Schaffe ich sowieso nicht. Ah, ich glaube, heute ist schon, das ist dieser Wortwitz. Das, ja, ja, glaub, unfassbar. Das auf jeden Fall. So, mal gucken, welche Map kommt. Zu meinem nach Glück dem die Farbe. Ladebildschirm. Also ach, meinem Glück nach, ja, sag ich doch. Nach meinem Glück nach die Farm. Und das auch... Da, ja, der Geist. Oh. Und das auch noch mit der auf der Farm. Ich werde sowas von schlecht sein. Hi, Schwester. Hi. Ich werde hier niemanden finden. Ja, finden, ja. Finden, ja. Ich werde hier niemanden finden, ja. Die Claudette hab ich. Hurra! Die ist auch oder nicht zu übersehen. Nicht. Ta-da-da. Claudette ist nicht zu übersehen. Ich sehe sie nicht. Verdammt, jetzt habe ich den Charakter gewechselt. Komm, ich komme immer vom Haken frei. Ich habe die Claudette einmal geschlagen. Einmal geschlagen. Einmal geschlagen. Ich habe die Claudette einmal geschlagen. Und jetzt geht sie aufs Klo. Du was? Nix. Was ist hier los? Warum hast du so viele Spuren gesetzt? Das gibt's doch nicht. Wie geht das? Da hinten. Ich hab dich noch. Ich hab die Claudette jetzt wiedergefunden. Wiedergefunden. Und jetzt laufe ich gegen einen Pfosten. Einfach weil ich blöd bin. Ah, oh, da hinten ist noch jemand. Hallo. Hier ist der Geist. Nein! Hallo, hier ist der. Hallo! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Ja! 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 Ja, ich hab dich auch! Nice! Oh Gott, ich hab den Stream geschlagen! Das. Wow! Was ist da gerade passiert? Ich habe mein Tagessoll erfüllt. Ich kann jetzt Danke absagen. Hallo? Hier, ein weiterer. Unfassbar, ey. Jetzt mache ich natürlich Camp-Bei. Oh, darling. Ich sehen, dass Rebelli dich runterholt. So, jetzt werde ich erstmal hier umhergucken. Und da sitzt jemand. Oder auch nicht. Erstmal aber da ist jemand. Ich hänge fest. Oh, Mann. Nicht mehr. Oh Gott, was ist das für eine Runde? Ich habe meine Arme, Claudette. Nein! Das gibt's nicht. Nein!
Hey, ihr werdet sterben, tralli, tralli, tralopsasa. Hey, ihr werdet sterben. Lassen oder wir das doch mal sein. Doch auch la, nicht. Lalalala. Ich bin so schlecht. Schwesterchen, was ist denn los heute? Ich bin so unkonzentriert. Ich habe sehr viel in meinem Kopf gerade. Dankeschön. Sehr viele bunte Farben. Ach komm schon. Und andere Substanzen, die ich in der Bitte was? Bitte was? Nein, nein, nein. Ich habe zu viel am Leim geschnüffelt. Ihr werdet sterben. Bin ich unkonzentriert. Denke ich. Aber allein, dass ich Xtreme schon so weit am Haken hatte, das ist schon genug. Das war's schon. Stimmt, da ich ja auch ziemlich unauffällig unterwegs bin. Ja, das hat mir schon gereicht. Hi! Nein! Doch, ich werde dich finden und werde dich töten! Töten! Wo bist du hin? Nein! Ach, Manu. Also, manchmal bin ich echt blöd. Das ist nicht dein Ob, es du dreist. Komm, das war ich. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab einen Twighty Boy gefunden. Einen Twighty Boy. Rebelli! Rebelli wird sterben! Sterben! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Mein Sohn! Wieso? Wieso? Und tschüss, du wieder. Nein! Ups. Okay, wir wurden wieder das zweite Mal in diesem Spiel unsichtbar. Das zweite Mal. Ich kann das so gar nicht halten. Da ist eine Claudette! Claudette. Eine Claudette. Die geht jetzt auf die Toilette. Hallo! Du bist was? Voll gestört. Komm her! Nein, das will ich überhaupt nicht! Ah, nein, wo bist du hin? Gott, meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Ich kann ja, ich geh da mal. Nee. Okay. Früher, die anderen, noch anders. Hand in Hand. Ja, früher, da war ich ja noch besserer Killer. Das war total. Nein! No! No! Bitte weißt, ich bin Zweiter mit dir, mit der Leistung. Wie du weißt. Oh Gott, why? Der Letzte, yay. Du bist Dritter bei mir. Ich darf jetzt Killer machen. Oh Gott. Oh. Ja. RIP. So, Gruppe war das. Ja. Ich war so schlecht. Wir sind auch schon bei 53 Minuten. Wow. Oi. Ging auch recht schnell. Ich habe wenigstens eine Maus. Das ist schon mal ein Win. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, woran das lag, dass es bei mir ruckelt ständig. Immer wenn ICQ offen ist, fängt das nämlich an. Ja, ich habe da muss der Zuschauer sich fragen, warum zum Teufel im Jahre 2016, fast 17, hat Marsha ICQ noch auf ICQ, Rechner. Ja. Aus bestimmten Gründen. Aus privaten Gründen. Ach so. Muss man nicht nachvollziehen, aber ist so. Ja, ist so. Ist wichtig. Ist überlebenswichtig hier in diesem Haushalt. Hat da jemand ein Geheimnis? Man redet halt nicht miteinander, man schreibt miteinander, obwohl man 2 Meter auseinander sitzt. Also, bei Marsha in der Heimat gibt es WhatsApp noch nicht, kein Facebook, das muss man verstehen. Gibt es nicht. Und soll noch kommen, aber. In 20 Jahren? Vielleicht genau, das vielleicht so nicht. Im nächsten Jahr. Die wohnt hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Aber immerhin im Internet. Ach, die Irina jetzt auch ready. Ja. Irina, du bist nicht mehr Killer, ne? Also nur so, by the way. Ich finde diese Figur unglaublich attraktiv. Du hörst dich an wie Batman. Batman! Ich bin Batman! Verkleidet als Batman.
Oh Gott, meine Stimme wird einfach weg sein bald. Batman! Okay. Ihr seid so durch, ey. Also könnt ihr Zuschauer natürlich froh sein, dass es die letzte Folge ist. Das... Ja, ihr könnt echt froh sein. Ihr seid jetzt endlich los. Ich glaube, nach 3 Minuten guckt eh keiner mehr zu. Ja, ich glaube auch. Merkt ihr das, liebe Zuschauer? Und ich glaube, spätestens genau, jetzt nach meiner Runde. Genau, eine kleine Challenge für den Zuschauer nochmal zum Schluss. Wenn ihr jetzt noch dabei seid und jetzt gerade noch guckt, dann schreibt auch mal bitte das als Kommentar mit dieser Uhrzeit, wo wir das jetzt gerade gesagt haben. Ja, einfach mal unten. Dann kriegt ihr 1 Euro. Nee, da kriegt ihr einfach nur die Aufmerksamkeit von uns. Boah, das wäre so viel wert. Ihr kriegt eine Privatnachricht mit einem Text von uns, dass wir echt. Ein erotischer Text. Okay. Wenn ich von dir eine Liebesbrief kriege, dann gucke ich erst recht. Das wird niemals passieren. Ah, schön. Was? Das wird nicht passieren. Das hängt nicht an dir, das hängt an meinen Prinzipien. Ich lagge ein bisschen herum. Oh nein. Ich weiß, wenn Melly kann die Nurse wirklich nicht spielen, genauso wenig wie ich. Ja, das stimmt, ich glaube, das hat ich nicht gespielt. Weil ich den Hebilly nicht spielen kann. Noch weniger als die Nurse? Ab man Hebilly. Ich kann mit dem Hebilly auch nicht spielen. Ja, habe ich voll gesehen, genau. Nice, ich hab voll den geilen Hyping. Immer schön. Du weißt? Oh, ich hasse diese alle. Eine kleine Mia hat hier irgendwas. Sie repariert an einem Generator herum. Doch vielleicht wird sie sterben, das hab ich im Gefühl. Oh Mia, du solltest dich verstecken. Das hat ja mal Sinn ergeben, dieser Text. Ich hab nicht zugehört, mach's nochmal. Ich hab auch nicht zugehört. Ich hat ja mal Sinn ergeben. Ich weiß nicht, Milliarden Generatoren schon fertig. Oh, hallo. Nein. Ja, Milliarden, nein. 2 Stück. Nein! Ich glaube, spätestens nach meiner Killerrunde sind alle weg gewesen. Deswegen, ja. Nein, doch! Wirklich, also wirklich ein Lob an die Leute, die nach meiner Killerrunde noch da sind. Mann, das kommt nicht dahin! Was denn? Unfassbar! Oh, was für eine Generation! Ein Cannibal! Jetzt habe ich einen! Meine ja, Fresse. Ich pack den. Aber immerhin nicht hier mich. Durch die Gegend! Alter, ich teleportiere mich echt. Oh, ich war noch nie so gut gegen Remedy. Alter, das ist so abgefuckt. Ich fühle mich gerade wie der König der Welt. Ich fühle mich gerade voll verarscht. Ich bin war hinter der Palette bei dir. Ich hätte eigentlich liegen müssen. Bis zum Schluss bugfrei. Ich bin noch ein wenig angeschlagen von eben. A serious business jetzt hier. Nein! Ach, lass mich in Ruhe! Nein! Hallo! Hallöchen! Danke! Wenigstens ein! Ja, ich kann nicht laufen mit dem High-Ping. Schwesterherz, das geht doch nicht! Wow, ich brauch einfach nur rein, Jen. Das geht doch nicht! Du kannst doch nicht einfach sterben! Genau, weil der Kiel ist fast fertig. Heißrich war sowas fertig. Oh, aber ja. Kili, das geht doch nicht. Ja, danke. Sie kämpft und sie kämpft und sie kämpft vor sich hin. Die Nurse, ja, sie kämpft. Zu den Spuren, Entschuldigung. Und macht sich an Spaß draus. Ey, das kann nicht jetzt sein. Sind wir zu dritt, wir sind Drillinge am Stissel. Polerina, bitte, lass es sein. Wird noch schlimmer, ey. Ich, diese eine Kuh, die da am Hals aufgehangen ist, ich wünschte gerade, ich wäre das.
Oh. Ich glaube eher, dass du wünschst, dass ich das wäre. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh Gott. Der war gerade wirklich. Also ich finde, ich muss jetzt zum Schluss nochmal voll die Sing-Einlagen hier raushauen. Ich finde, ich mach das gerade. Das ist meine Erlaubnis hast du. Das ist nötig. Hi! Weil heute, als wenn wir aufnehmen, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist erst Advent. Lasst uns ein Weihnachtslied singen. Die, oh ja! Die, oh Gott. Oh Gott. Hallo. Give you my heart. But the very next day, you gave it away. Now it's here. Danke. One spirit, a dreams shine. Oh, warte. I give my reasons, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Party spirit, and then surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. With a note singing, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you could see me, I know you'd see me again. Weg hier. Wie einfach abhaut ihr! Last Christmas. Wie? Die kleinen Miesen! Nee, mir ist die Luke aufgegangen. Da ist die Luke rechts. Jetzt rechts. Nein! Ja. Oh, ist das... oh, ich wusste gar nicht, dass du gerade am Stissel bist hier. Nein! Oh! Wie gut. Hast du die Luke gesehen? Da, nein, ist da links. Jetzt! Oh Gott! Luke. Da ist sie! Geh rein! Da ist schnell! Oh, nein! Ja. Nein! Nein! Ist das fies! Oh, ist das fies! Oh Gott! Ja, danke, Lorina. Danke, Lorina. Wieso denn ich jetzt? Hä, wieso denn ich? Warum bin ich denn jetzt schuld? Was? Warum bin ich denn jetzt schuld? Also Marsha ist in jeder Folge gestorben, in jeder Runde. Warum bin ich schuld? Warum? Weil dein Singen, das hat einen so irritiert, da muss ich einfach rausrennen. Okay. Habt ihr das gesehen? Gigi! Diese Schweine! Alter! Wenigstens habe ich die bekommen, die mich am Anfang so genervt hat. Alter! Ich bin froh, dass das zu Ende ist. Ich spiele nie wieder mit euch. Endlich hat es ein Ende. Aber das war doch gar nicht beabsichtigt. Ich wusste gar nicht, dass du am Stissel bist gerade. Das wusste ich überhaupt nicht. Stissel. Ich wusste das nicht. Ich dachte, du wärst auch safe. Ich hab durch den Gesang nichts gehört. Ja. Puh. Mein Gesang war nicht dran schuld. Das geht gar nein, nicht. Das nein, geht überhaupt nicht. Absolut nicht. Man hat gar nichts mehr gehört. Es hat die Ohren abgeblutet. Aber nein, du bist nicht dran. Das geht überhaupt nicht. Das ist umgehbar. Gläser sind zerplatzt. Alles ist passiert. Aber du bist nicht dran schuld. Selbst die Krähen sind vom Baum gefallen. Ich kann die Tasse nicht mehr drücken. Mir geht nichts mehr. Gut. Ja, das war Verrat bis zum Schluss. Und bis zum Schluss kann man wirklich sagen, denn alle waren Killer. War auf jeden Fall noch bis zum Schluss lustig, das können wir auf jeden Fall sagen. Auch wenn es irgendwie fies war, es war aber dennoch lustig. Ungewollt lustig, kann man sagen. Wie immer bei uns. Also, wir haben immer ungewollt Witze gemacht. Jetzt können wir doch sagen, wir haben eigentlich alle ein Skript. Genau, also wir haben die alle im Skript. Wir haben es von vornherein, warte mal. Hier ist es. Warte. Hier, da. Also Skript und so. Habe ich jetzt gerade mal in die Cam gehalten. Ja, ich habe das Snickers hochgehalten. Nee, ich habe gerade wirklich einen Stapel Papier hochgehalten. alles vorher geprobt, geübt und einstudiert und vom Verlag unterzeichnet und so weiter. Ganz genau. Genau, absolut. Nein, aber wir sind jetzt wirklich am Ende von Dead by Daylight, einem langen, langen Let's Play, was wirklich viel Spaß gemacht hatte, aber leider ist die Lust so ein bisschen raus und es wiederholt sich ja im Groben und Ganzen, man kennt es ja auch als Zuschauer. 5 Leute auf einer Karte, 4 davon müssen abhauen, der eine muss versuchen, alle zu schnappen und das wiederholt sich und wiederholt sich. Die Lust ist halt ein bisschen raus, es müssten neue Elemente rein, um das Spiel ein bisschen
sag ich mal, attraktiver zu machen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, was in Dead by Daylight noch alles Neues kommt. Wenn es jetzt wirklich mal eine große Neuerung gibt und so weiter, kann man das jetzt eventuell durch ein auflebendes Let's Plays nochmal fortführen oder eventuell durch einen Stream. Auch natürlich hoffe ich in dieser gleichen Konstellation, denn in dieser Gruppe hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, das müssen wir mal machen. Das ist eine gute Idee. Definitiv. Also dann ohne Marsha, weil sie will dann nicht mehr mit uns spielen, so rum. Such mir eine neue Truppe. Ja, aber ausgeschlossen ist das sowieso nicht, dass wir in Zukunft vielleicht nochmal was anderes spielen. Sei es jetzt Freitag der 13., wenn es denn so ab Frühjahr nächsten Jahres kommt, es soll ja Frühling kommen, sprich so März rum, frühestens, wenn ich das richtig verstanden habe. Werden wir mal sehen, je nachdem, wie viel Survivor man spielen kann, wie die ganze Konstellation da ist. Gesundheit. Wenn wir versuchen, das auch so fortzuführen. Und ihr könnt gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, was habt ihr, was haltet ihr von allgemein von den ganzen Let's Play? Fandet ihr es gut, fandet ihr es schlecht? Verbesserungsmöglichkeiten? Oder die Konstellation. Genau, wie fandet ihr die Konstellation und allgemein das gesamte Let's Play im Groben und Ganzen? Findet ihr das richtig, dass wir dann sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich und fangen dann vielleicht irgendwann ein nächstes Let's Play an zusammen? Wollen wir nicht nochmal sagen, also dass jeder so sagt, was er bei Dead by Daylight so am meisten gemocht oder gehasst hat? Weil das spielen wir ja jetzt gar nicht mehr darüber. Ja, okay, das können wir natürlich auch machen. Dann Rebelli, fangen wir mal an. Oh, und Kontra. Jetzt allgemein oder von den Folgen? Allgemein. Also pro finde ich natürlich, dass gerade wenn man zum Beispiel, sag ich mal, online spielt gegen Random Killer, es ist immer was Neues. Ich meine, okay, jetzt 90% sind das irgendwelche Camper. Aber ich hatte auch tatsächlich wunderschöne Runden drin. Auch so Runden, die haben mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin zwar gestorben, auch hier im Let's Play, aber ich hatte so viel Spaß, weil gerade wenn man mit Freunden zusammenspielt, ich weiß, es ist was Neues. Es ist einfach was komplett anderes. Den Nachteil finde ich allerdings, dass es leider die Bugs gibt. Jetzt gibt's auch einen neuen Bug, den ich... Der hat keine Bugs. Ich meine jetzt nicht diese kosmetischen Bugs oder halt diese kleinen Bugs, die man noch verschmerzen kann, aber zum Beispiel die Sachen, dass man durch die Map fällt. Oder jetzt seit neuestem gibt es... Es gibt ja einen neuen Perk, den Decisive Strike, dass man den Killer stunnen kann, wenn man bei dem auf den Arm hängt. Der soll wohl derzeit nicht funktionieren. Den kann man auch irgendwie verhindern, dass Leute den benutzen können, überhaupt den Perk. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich weiß auch, es ist immer noch ein Indie-Game und es wird immer noch viel dran gearbeitet und ich freue mich tatsächlich auf weitere Verbesserungen und Fortführungen und wie es weitergeht mit dem Spiel. Gut. Marsha, was ist denn dein Pro und Contra bei diesem Spiel? Mein Kontra ist, dass das ist immer wieder auf Neues. Natürlich noch dazu die ganzen Bugs, die immer mal nerven. Das ist das, was Rebelli halt schon angesprochen hat. Also an mit Random, dass da halt wirklich die Mates, sag ich mal, mit den wenn du Survivor bist, sie einen nicht mit unterstützen und nicht vom Haken holen, obwohl man das halt versucht. Hier da die ganzen Random Disconnects dann von den Leuten, wenn sie mal gekriegt werden. Ach, ja. Oder auch ein Killer, wenn er eigentlich, wenn ich dann sehe im Endeffekt, er ist eigentlich Rang so und so und hat sämtliche Perks auf was weiß ich was und hat es noch nötig zu kämpfen. Ich finde das immer sehr, sehr, muss ich ehrlich sagen, armselig, weil ganz ehrlich, das macht so viel von dem Spiel kaputt. Ich weiß, dass es von den Machern beabsichtigt ist, dass man auch kämpfen soll, kann, aber es ist wirklich... Es sind so viel Spiellaune weg, dann mit Random zu spielen. Deswegen habe ich halt nur mit Freunden gespielt. Aber an sich finde ich es halt schön, dass es halt ein Spiel ist noch, wo man halt in der Zeit, wo ich gespielt habe, sehr viele neue Leute kennenlernt und auch durch Random-Spiele auch neue Leute kennenlernt und alles drum und dran. Und es ist was Schönes für zwischendurch. Halt auf Dauer jetzt wird es halt sehr monoton, aber es ist halt schön, so dieses Prinzip dahinter. Und ja. Wenn sie halt wirklich dranbleiben, neue Maps, neue Leute, vielleicht neue Perks, Items, sonst was dazu kriegen, machen, hat das auf jeden Fall Potenzial, dass es noch eine Weile überlebt. Ansonsten ist es halt sehr schade drum, wenn sie dann irgendwann so stehen bleiben, weil es vergeht halt, sag ich mal, so die Lust darauf.
auf Dauer. So nach 300 Spielstunden plus. Ich muss irgendwann ja dazu sagen, also ohne Dead by Daylight würde ich euch alle nicht kennen. Ja. Genau, das denkt man auch als absolutes Pro nehmen. Ja, außer Lerina und den Kenano, die kannte ich schon vorher. Auch vor DBD. Kannte keinen von euch vorher. Eigentlich auch kein. Nicht. Doch, wir klackern uns schon vorher. Genau. Also ja, aber nur kurz vorher. Durch die Real Entertainment Community. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, gut, stimmt. Lerina, was ist denn dein Pro und Contra von diesem Spiel? Ja, ich wollte es nochmal einfach, ich wollte es nochmal einfach, dass jeder das sagt, weil es gibt ja auch Leute, die das nicht spielen, weil sie oftmals dann von außen davon getriggert werden, dass das so viele Bugs hat. Aber ich finde, dieses Spiel macht trotzdem sehr viel Spaß. Auch mit den Bugs zusammen. Und ich finde, das sind keine ist ja Bugs, das sind Features. Ja, ich finde, das ist der Charme irgendwie vom Spiel mittlerweile geworden. Ja, deswegen wollte ich halt nochmal so, dass die Leute vielleicht wissen, ja, das ist doch ein kaufbares Spiel und das würde ich doch vielleicht mal ausprobieren irgendwie. Ja, mein Kontra ist auf jeden Fall auch, dass es irgendwann einfach bisschen ausgelutscht ist, muss ich sagen, weil es halt immer das Gleiche ist, auch wenn neue Sachen dazukommen. Das ist dann halt für, weiß ich, 2-3 Wochen interessant, so, aber dann auch wieder, dann ist das wieder so ein alter Trott irgendwie und ich weiß nicht, es gibt irgendwie da nicht so den Langspielreiz irgendwie. Der ist irgendwie nicht so ganz gegeben im Moment also bei mir, keine Ahnung, wie das bei anderen ist, aber bei mir ist das halt so. Pros auf jeden Fall, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Das war das größte Pro in diesem Spiel. weil das war wirklich total schön. Das finde ich dann immer noch total schön und dass ich euch kennenlernen durfte dadurch. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken würde. Ja. ich weiß nicht, ich finde das toll. Ohne dieses Spiel hätte ich euch nicht kennengelernt. Das finde ich halt, bin ich ein bisschen dankbar für. Ein bisschen sehr. Ansonsten natürlich, dass das Spiel wirklich Spaß macht, egal welche Bugs dabei sind. Also finde ich jedenfalls, macht es trotzdem noch sehr viel Spaß. Aber halt nicht für, weiß nicht, für immer. Das ist wirklich eher so ein Gelegenheitsspiel. Für die Streams wird es bestimmt auch nochmal sehr lustig werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch mit der Community so ein bisschen dazu interagieren und mit denen zu spielen, das wird bestimmt auch ziemlich lustig werden. Also wenn wir das mal machen würden, dann, also das wäre bestimmt sehr amüsant. Und ich würde meine Sing-Skills etwas vorher proben. Oder auch sein lassen. Ja, ansonsten gebe ich weiter zum nächsten. Keine Ahnung, genau. Ja, also ich kann mich den drei Mädels nur anschließen. Pro ist auf jeden Fall, dass ich euch alle kennenlernen durfte und konnte durch das Spiel. Es macht Riesenspaß, mit Freunden zu spielen, auch mit Randoms. Falls es keine Camper sind, natürlich. Ja, die Bugs machen auch Spaß. Also DBD ohne Bugs ist kein DBD. Das stimmt. Ja. Contra bei mir ist jetzt jedenfalls die ganzen Abstürze, dass das immer nicht so toll war. Aber naja gut, das Spiel ist noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz ausgereift. Spielt hoffentlich noch besser und ich werde es auf jeden Fall ab und zu noch spielen. Auf jeden Fall, wenn neue DLCs kommen. Neue Killer, neue Survivor, neue Maps. Ja. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Der Rest wurde alles schon gesagt. Gut. Dann habe ich das Wort zum Sonntag quasi. Mein Pro, mein Pro ist auf jeden Fall, dass das Spiel definitiv sehr interessante und neue Elemente geboten hat, indem man halt einfach mal jemanden töten kann quasi. Du interagierst in einem Online-Spiel, du bist jemand, der jemanden umbringt und die anderen müssen halt entkommen. Ich fand halt den Hintergedanken ganz gut. Es gab damals dieses Spiel E-Wolf oder so hieß das, E-Wolf oder so. Das fand ich leider sehr schlecht umgesetzt. Da gab es halt auch ein Monster und die anderen drei waren irgendwie die Guten und mussten das Monster töten. Irgendwie sowas in der Art war das habe ich mal gespielt gehabt und das fand ich leider sehr schlecht. Und Dead by Daylight war das erste Spiel in dieser Art und Weise, was ich gespielt hatte und freue mich halt sehr darauf, wenn dann halt Freitag der 13. kommt, dass ich da halt nochmal Freunde töten kann. Dann hast du keine Freunde mehr. Ich finde halt, genau. Ja klar, so sieht's aus, Marsha.
Was? Da fand ich halt diesen Hintergedanken von dieser Art und Weise von diesem Spiel ganz cool, wie das halt gemacht ist. Und ich hätte erst gedacht, das wird in Deutschland verboten werden, weil in Deutschland ist ja die Politik in der Hinsicht sehr streng. Und ich muss sagen, ich finde das ganz cool, dieser Gedanke, wie das Ganze abläuft. Leider ist es aber auch so, dass im Laufe der Zeit dann so ein bisschen die Lust raus ist, dass man dann sagt, so nach 300 Spielstunden oder 400 Spielstunden, wie es bei mir ist, ein paar zerquetschte, ist dann die Luft raus. Aber das sind immerhin schon viele Stunden. Das Spiel lebt eigentlich davon, dass man es mit Freunden zusammenspielt, die man, mit denen man dann im TS quatschen kann und Spaß dann hat abends. Davon lebt das Spiel eigentlich. Wenn man es alleine für sich spielen würde, einfach nur mit random Leuten, ohne im TS zu quatschen, würde man das nicht sehr lange spielen. Da werden noch nicht mal 20 Spielstunden zusammenkommen, so glaube ich, weil die Lust dann sehr schnell weg wäre. Es sei denn, man spielt Killer. Das funktioniert ganz gut. Ja gut, aber irgendwann ist das ja auch immer dasselbe und du interagierst mit niemandem. Und jeder hasst dich quasi immer nur, wenn du halt irgendwann alle Leute tötest. Aber was auch so ein absolutes Pro ist, man hat sehr viele nette Leute kennengelernt, mit denen man bis heute jetzt auch noch Kontakt hält. Ich meine, Dead by Dead ist das schon ein paar Monate raus. Und ja, auch Leute, mit denen ich hier zusammen spiele, wie zum Beispiel die Rebelli und die Marsha, die habe ich beide über Dead by Dead kennengelernt und möchte die beiden auch nicht mehr missen. Natürlich Lirina und Kenano auch nicht, die habe ich schon vorher kennengelernt. Zum relativ gleichen Zeitpunkt kann man sagen, aber nicht durch Dead by Daylight. Aber das hat einen natürlich näher zusammengeschweißt und das kann man auf jeden Fall als absolutes Pro nennen. Contra, klar, die Bugs und halt, dass der Spielespaß irgendwann nachlässt und das haben die eigentlich schon alles wiederholt, was ich jetzt quasi gerade sage. Aber letzten Endes hat es uns definitiv viel Spaß gemacht. Ich meine, bei mir waren es jetzt 55 Folgen, sogar 56, weil die eine Halloween-Folge war ja ein Spezial. Und jetzt die 55. Folge oder 56. Folge als Spezialfolge. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sei es jetzt als Survivor oder als Killer. Und ich freue mich da sehr darauf mit den anderen zusammen, wenn wir uns dann in einem anderen Spiel wiedersehen würden. Ihr könnt auch gerne nochmal unten in die Beschreibung schauen, da sind natürlich die ganzen Kanäle, die Kanäle von dem Kenano, der Kanal von der Lirina und der Kanal von der 16-Bit-Marsha. Guckt auch gerne dort rein, guckt ihre Sicht an, könnt ihr das Ganze nochmal miterleben, sei es jetzt die ganze Staffel oder halt diese eine Folge. Müsst ihr selber wissen, euch steht es frei und euch steht es auch frei, uns gerne weiter zu verfolgen, sei es jetzt im Vielleicht habe ich bis dann auch endlich mal einen Kanal. Ja, vielleicht, ja. Genau, vielleicht hat die Rebelli bis dato dann auch einen Kanal, wenn wir dann Freitag der 13. spielen und dann alle zusammen, alle Sichten auf YouTube zu sehen, wie wir alle quasi überleben oder halt töten. Das wäre ganz cool. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Jetzt sind wir auch schon bei einer Stunde und fast 20 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt. So, ich stehe jetzt. Reicht jetzt. Genau. Also, kommt zum Punkt. Deswegen bedanken wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Begleiten hier bei Dead by Daylight, fürs Mitfiebern, fürs Zittern und fürs Freuen, wenn wir jemanden umgebracht haben oder entkommen sind. Wir bedanken uns sehr herzlich auch bei euch da draußen an den Zuschauer, denn für euch oder mit euch machen wir das Ganze ja auch. Und wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben euer Feedback. Wie fandet ihr es? Pro, Contra, euer Pro und Contra. Gerne reinschreiben. Wir lesen uns das natürlich durch und beantworten das Ganze auch. Und ich würde sagen, damit sind wir raus und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.